Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Ich erkläre euch heute, was das Distributivgesetz ist und was das mit Termen zu tun hat und warum das überhaupt nicht schwer ist. Das Distributivgesetz ist gar nicht schwer. Und im Endeffekt ist das einfach nichts anderes als Ausklammern. Ich zeige euch ein Beispiel. A mal Klammer auf B plus C. So, ich mache es mit Farben. Ich rechne A mal B. Das ist AB. Dann übernehme ich das Plus hier und dann rechne ich A mal C, also AC. Man unterscheidet nach links und rechts, das macht überhaupt keinen Unterschied. Schaut her, man kann nämlich auch rechnen B plus C mal A. Und das ist genau das gleiche wie 3 mal 4 oder 4 mal 3. Ich kann nämlich dann rechnen AC und BC. Und wenn ich das hinschreibe, dann habe ich AC plus da, AB. Ich habe zwar die Farben vertauscht, aber das Ergebnis, das ist das gleiche. Es ist total egal, ob das A hier oder ob das A da steht. Das Ganze kann man natürlich auch ohne Malzeichen schreiben. So, trotzdem rechne ich A mal B, hoppala, und A mal C. Und natürlich kommt daraus A mal B plus A mal C. Nun schauen wir uns das noch an zwei Beispielen an. Wir nehmen mal 2, Klammer auf, 3 plus 4. Wenn ich das jetzt auseinandernehme, dann ist das 2 mal 3 plus 2 mal 4. Seht ihr das hier? 2 mal 3, das ist dieses hier. 2 mal 4 ist dieses hier. Da Punkt vor Strichrechnung geht, können wir jetzt hier rechnen. 6 plus 8 und dann ist das 14. So, etwas schwieriger. Wieder mache ich meine Pfeile hier oder meine Striche. So, 2x mal 3 sind 6x. Das Plus übernehme ich aus der Klammer und 2x mal 4 sind 8x. Weil es x und x, also das gleiche ist, kann ich es addieren und dann kommt raus 14x. Ein letztes Beispiel. 2x, Klammer auf, 3x plus 4. Vor den x muss man keine Angst haben, es ist nämlich immer das gleiche. So, 2x mal 3x, was ist denn das? Richtig, 6x Quadrat plus 2x mal 4, also 8x. Da kann ich jetzt auch nichts weiter zusammenfassen, weil x² und x nicht das gleiche ist. Und dann ist das jetzt hier das Ergebnis. So, das war alles. Okay, das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.